Passion TV, das neue Fernsehen. Passion TV, das neue Fernsehen. Der Golf ist immer noch der Bestseller von Volkswagen. Aber der Tiguan hat es im stark wachsenden SUV-Markt zum Branchenprimus in seiner Klasse gebracht. Die logische Konsequenz hat Volkswagen jetzt offensichtlich darin gesehen, beide Modelle zur ultimativen Verkaufsmaschine zu kombinieren. Bravo VW! Wir können nicht nur den Ansatz nachverfolgen, sondern können auch attestieren, dass der neue T-Roc wirklich das Zeug hat, diese Aufgabe auch bravourös zu meistern. Mit dem neuen T-Roc präsentiert Volkswagen ein neues Modell, das die Klasse der Kompakt-SUV aufmischen soll. Der komplett neu entwickelte Lifestyle-SUV begeistert mit knackigen Proportionen, einem aggressiven Design und vielen Innovationen. Die Linienführung der langgestreckten Silhouette wird hingegen durch ein besonders markantes Chromelement geprägt, das sich von den A-Säulen über die komplette seitliche Dachlinie bis in die C-Säule hineinzieht und formal an ein Coupé erinnert. Den Offroad-Look verstärken umlaufende dunkle Kunststoffapplikationen, die die Karosserie im Bereich der Radläufe, Seitenschweller sowie der Front- und Heckpartie schützen. Der neue T-Roc ist im Segment unterhalb des Tiguan positioniert, hat aber die gleiche Basis wie der Tiguan. Sind alle 5 Plätze besetzt, ergibt sich bei Beladung bis zur Oberkante der Rücksitzlehne ein Kofferraumvolumen von 445 Litern. Fest steht, dass kaum ein anderes SUV dieser Klasse ein ähnlich großzügiges Package bietet. Bereits die Basisversion T-Roc hat Hightech-Systeme wie das Umfeldbeobachtungssystem Front Assist mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, eine Multikollisionsbremse und den Spurhalteassistent Lane Assist an Bord. Genauso gehören Details wie die Klimaanlage, das Infotainment-System Composition Color, LED-Rückleuchten, ein optischer Unterfahrschutz in Schwarz und das LED-Tagfahrlicht im Stoßfänger zur Basisausstattung. Das Interieur wurde dem Exterieur-Design angepasst und präsentiert sich mit einer robusten SUV-Anmutung sowie moderner Flächenbehandlung. Im Zusammenspiel von Active Info Display und dem jeweiligen Infotainment-System entsteht eine neue digitale und interaktive Cockpit-Landschaft. Via Smartphone und Volkswagen CarNet kann ein breites Spektrum von Online-Services und Apps genutzt und das Telefon bzw. die Mediathek eingebunden werden. Zusätzlich bietet Volkswagen auch im neuen T-Roc das Dienstepaket Security and Service an, unter anderem mit Notrufservice, automatischer Unfallmeldung und Pannenruf. Ausgeglichenheit herrscht bei den Antrieben. Je 3 Benziner und 3 Diesel sind für den T-Roc im Angebot. Überraschungen gibt es keine, klar, denn die Technik stammt ja aus dem VW-Baukasten. Die Benziner starten beim 115 PS starken 1 Liter TSI Dreizylinder. Der Top-Otto-Motor ist der 2 Liter TSI mit 190 PS und serienmäßigem Allradantrieb und DSG. Dazwischen platziert sich der neue 1,5 TSI mit 150 PS, DSG und Allrad gegen Aufpreis. Die Selbstzünder decken exakt die gleichen Leistungsstufen ab. 1,6 TDI mit 115 PS, 2 Liter TDI mit 150 oder wahlweise 190 PS. Auch der stärkste Diesel hat standardmäßig Vierradantrieb und ein 7-Gang DSG. Alle Allrad-Varianten erlauben die Einstellung von Fahrprofilen Street, Snow, Offroad, Offroad, Individual. Preislich startet der T-Roc knapp über 20.000 Euro. Und liegt damit auf dem Niveau des Golf Sportsman. Passion TV, das neue Fernsehen.